Willkommen zusammen zur Folge 2 hier bei Train Life. Wir befinden uns in unserer guten alten Foslo. Also ich glaube zumindest, dass es eine Foslo-Lokomotive ist. Und fahren hier diese Baumstämme, die wir hier hinten haben, jetzt zum Sägewerk. Und dann dachte ich mir, machen wir das jetzt mal zusammen. Also Bremsen lösen, Notbremse lösen, warum auch immer die angezogen war. Und Gas geben. Das war vielleicht etwas zu viel. Wir wollen ja nicht, dass wir Radschlupf haben. Also hier vorne sehen wir, dass wir 100% noch Tank haben, interessanterweise. Das ist wohl der Zustand des Zuges, die 99%. Ansonsten ist es hier alles eher rudimentär gehalten. Use the Service Center to turn around. Hä, habe ich doch schon. Drive straight to the sawmill. Vielleicht sollten wir klugerweise erstmal gucken, wo überhaupt das Sägewerk ist. Da ist das Sägewerk. Okay, dann müssen wir hier auf jeden Fall an dieser Abzweigung rechts. Okay, dann. Wie konnte man nochmal die Weiche umstellen? Da mit Taste Q. Wie schnell durften wir nochmal hier fahren? Ich glaube, wir sind zu schnell, ne? Was auch immer dieses S hier bedeutet. 60, 50, 50, 60. Ich weiß nicht. 50 vermutlich für Güterzüge. Na, kein Radschlupf. Komm schon. Hat so ein bisschen was von Derail Valley, oder? Dann dürfen wir jetzt hier 60 fahren. Dürfen wir mit den Wagen so schnell fahren? Also, Außengeräusche fehlen einfach mal gänzlich. Aber okay, Early Access, ne? Da kann sowas mal passieren. Also ich glaube, wir sind doch irgendwo so gesettet in Deutschland. Was eigentlich ganz cool ist, so im Vergleich zu Derail Valley, wo es ja, glaube ich, das Spielprinzip vergleichsweise ähnlich ist. Hier geht es jetzt ordentlich aufwärts. Nur, dass das mehr so eine amerikanische. Du hast keinen Zugang mehr zum Wald. Ja, okay. Dass das so eine. Use the radio again to announce your arrival to the sawmill. This time select service deliver. Moment. Ist das Signalrot? Nein. Wie konnten wir denn nochmal das. Ich habe vergessen, wie man. Wie man das Radio nochmal aufruft. Wie war das dann noch gleich? War das Q? Nee. Q ist irgendwas anderes. War das F? Nee. C war die Kamera. A? A. Jetzt wollen wir das Sägewerk kontaktieren. Select Service, also Dienste. Liefern. Vertrag. Sie haben einen Vertrag, die von dieser Station akzeptiert werden. Genau. Jetzt hier drei Waggons aus Wald. Sägewerk, hier Salzgitter 6, SG6. Ich möchte laut dem Vertrag aus Wald liefern. Es handelt sich um drei Waggons. Sägewerk, hier Sägewerk. Darauf warten wir. Bevorzugen Sie die automatische oder die manuelle Lieferung? Machen wir mal manuell. Wir erwarten Sie, fahren Sie die Station ein. Uns zum ausgewiesenen Gleis, um den Vertrag durch Abkoppeln entsprechender Waggons zu erfüllen. Over. Zurück zur Station. Zurück. Nehmen wir die Taste A. Weg damit. Weiter zur Station Sägewerk. Signal ist, glaube ich, weiterhin grün. Gehen wir nochmal in die Karte. Wir müssen jetzt gleich hier auf jeden Fall bei der nächsten Weiche rechts. Links. Links.
Ach, wir haben noch einen Kaffee hier. Sehr schön. S für Sägewerk vielleicht? So, jetzt hier die Weiche stellen mit Taste Q auf links. Ich denke mal, wir müssen nach links. Achso, wir können gar nicht geradeaus weiter. Hier gab es ja gar keine Weiche. Eine Weiche kommt dann 150 Metern. Moment. Hier sind dooferweise in dieser Karte keine Gleise in diesem Sinne eingezeichnet, aber ich denke mal, wir müssen jetzt hier an der nächsten Weiche ebenfalls links. Also hier so links und dann hier direkt rechts. Denke ich mal. Also links ist schon eingestellt. Tempolimit 40. So. Hier vorne endet doch, glaube ich, die oben. Nee, gar nicht. Und jetzt rechts, ne? So. Ist das richtig? Das könnte man ganz gut in Transport Viewer nachbauen. Und da müssen wir, glaube ich, dahin, oder? Ich gucke nochmal in die Karte, ob das. Ja, doch, ich glaube schon. Proceed to the station, then to the indicated track, stop the cup, bla 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 bla. Doch, ich glaube, das passt. Proceed to the station, then to the indicated track stop when the coupling decoupling icon, the one with the two wagons under the speedometer, activates. Oder mussten wir hier hin? Nee. Doch, ich glaube, das ist eins. Was ist das? Was sagt mir die eins? Wo gibt's hier eine Legende? Sägewerk. F ins Service Center einfahren? Das ist das, was sie machen sollen? Reparieren. Refuel, Spielmodus. Nö, aber ich kann die Zugrichtung umkehren. Müssen wir hier einmal. Ah, kann sein, dass wir dahin müssen? Dann können wir einmal hier praktisch um die Schlaufe herum. Zieht noch immer hier die Notbremse an, meine Güte. Alle noch da? Ja, sieht gut aus. Gut, ein bisschen karg. Ein paar mehr Baumstämme werden hier schon nicht schlecht. Ich meine, kann man hier schön weit zoomen. Das fehlt mir so ein bisschen bei Trains in World.
Okay, da kommt eine Weiche in 150 Metern. Okay, das ist erst praktisch, wenn wir das Sägewerk verlassen. Ich glaube, wir müssen hier vorne anhalten. Hier bei diesem rot markierten. Oh, haben wir die richtige Weiche genommen? Das war doch nicht das Ende des Sägewerks. Das ist bitte die. Ja, ich glaube, das ist die richtige. Ich denke mal, dass wir jetzt hier vorne anhalten müssen, oder? So, und jetzt Taste U drücken. So. Taste U. Oh Gott. Entkoppeln wäre Enter. Dann Enter. Jo, Szenario complete. Weiter. Den Zustand deiner Lok im Auge zu behalten. Oh, das sieht aus wie ein ICE. Nee, doch nicht. Das ist dieser Regionalzug. Keine Ahnung, was das für einer sein soll. Erinnert mich irgendwie an so einen Maulwurf. C. In this tutorial, you will learn how to deliver passengers from one station to another. But start by going to the nearest service center and adding some passenger wagons. Note that you also need a locomotive capable of transporting them, as well as the proper game mode, which can be selected from any service center. However, this time you are already starting in the appropriate mode. Okay, schön. Wo soll ich denn jetzt hin? Oder was soll ich jetzt machen? Notbremse. Notbremse ist gelöst. Zugwagen wechseln, nee. Fahrtrichtungswende und Fahrradstellung. Bremshebel, nee, Bremshebel lösen. Und ab geht er. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung. Hä? Aber jetzt ist er doch in Rückwärtsstellung. Moment. Signal wird blockiert. Du musst an der Stationseinfahrt einhalten oder vorher Radioverbindung aufnehmen. Ja, okay. Wo genau muss ich denn hin? Hierhin? Ich glaube schon. Also mit dieser Karte kann ich echt nicht so viel anfangen, ne? Okay. Ich halte jetzt einfach mal hier irgendwo an. Karrieremodus. Wärst du mit 500 bestraft von Grund? You do not have permission to be here. Leave and request access. Ja, schreib mich nicht an. Gott, jetzt bin ich überfordert. Wie kann ich nochmal das Menü aufrufen? Ja. Ich weiß ja nicht mal, welches. Ach, da soll ich hin? Moment. Nein, so. Zugwagen wechseln. Ah, jetzt haben wir die. Sind wir im anderen Führerstand. Nice. Notbremse lösen. Bremse.
lösen. Interessanter Stuhl hier. Also wir fahren jetzt mal bis hinter die Weichenverbindung. Okay, das Signal ist glücklicherweise rot. So. Jetzt wechseln wir wieder den Führerstand. So, diesmal Taste Q, nehmen wir die Weiche rechts. Notbremse. Wer zieht denn immer die verdammte Notbremse an? Meine Güte. Nee, oh Gott. So. So. Der Bildschirm flackert ein bisschen. So fahren wir jetzt mal nicht allzu schnell. So, wir wollen rechts lang. Ist das richtig? Ich glaube schon. Ja, ich denke mal. Was? Wo willst du denn, dass ich hin will? Ich wäre bestraft worden. Ist eine Beleidigung. Konnte ich denn nochmal dieses verdammte Radio aufrufen? War das Q? Nein, Q war die Weiche. W und E war für Gas und Bremse. R, T. War das U? Ne, das war entkoppeln. Kann ich das hier rüber machen? Kann mal dieses blöde Textfeld mal da verschwinden? War das Y? Nein. A. Hier, Tiendorf Süd. Dienste? Stationszugang, oder? Tiendorf Süd hat ihre Anfrage abgelehnt. Sie müssen Zugang beantragen, bevor sie in die Station einfahren. Oh, möchte. Oh mein Gott. Was seid ihr denn bitte für. Da sei jemand echt picky unterwegs, Herr Fahrdienstleiter. Bitte. Bitte fragen Sie Zugang an, bevor Sie in den Bahnhof einfahren. Notbremse lösen. Fahrtrichtungsfinder ist, glaube ich, in der richtigen Stellung. Bremse lösen. Und nochmal. Jetzt habe ich schon wieder die Taste vergessen. A. Das ist die Taste A. Das muss ich mir echt mal merken. Ich muss mir das mal aufschreiben. Ah, der Himmel ist aber ganz hübsch. Ein Riesenrad. Das sich sogar bewegt. Cool. Okay, also wir fahren jetzt nochmal zurück. Weiche lasse ich jetzt mal hier auf links gestellt. Der Fahrdienstleiter fragt sich bestimmt auch so, was macht denn dieser Trottel da? Okay, dann nicht. Signal wird blockiert. Ja. Gas ist bla. So, Bremse lösen. Eine Bremse anziehen. Und Fahrtrichtungswechsel. Okay. Also nochmal. Stationszugang. Tiendorf Süd erwartet jetzt ihre Ankunft. Sie dürfen einfahren.
Also sie dürfen Eingangssignal ohne Anhalten passieren und unsere Einrichtung nach Bedarf nutzen. Nach Bedarf heißt also, ich kann dahin, wo ich möchte. Könnte jemand aufhören, hier ständig diese Notbremse zu ziehen? Also jetzt mal ehrlich. Ich sollte vielleicht einmal kurz auf die Karte gucken, wo du möchtest, dass wir hin sollen. Okay, vollkommen egal anscheinend. Dann fahren wir einfach hier vorne rein. Achso, das ist eh ein Kopfbahnhof. Na gut. Tiendorf Süd. Also soundtechnisch ist das Ganze echt nicht so ganz so nice. Fahren wir mal bis hier vorne zur Überdachung hin. Sind doch keine Passagiere hier. Ah doch, da. Eine Frau fährt mit. Und der Herr hier vorne wartet auf einen anderen Zug. Okay, OMSI 2 Grafik. Bremsen wir mal. Und jetzt? Können wir irgendwelche Türen hier aufmachen? Dienste. Passagiere steigen ein. Hier PZK Igel, PZK Igel. Ich möchte Passagiere aus- und einsteigen lassen. Hier Tiendorf Süd. Leider liegen wir nicht auf ihrer vorgesehenen Route. Was? Was? Hä? Note that you also need a locomotive capable of transporting. Was möchtest du von mir, liebes Spiel? Warum? Ich dachte, ich darf hier einfahren. Feld. Soll ich hier hin? Als ob. Radio. Ich habe keine Ahnung, muss ich ehrlich gestehen. Türen öffnen. Zunächst mit Notbremse sichern. Ich muss den Zug mit der Notbremse sichern. So, und jetzt? Zug muss innerhalb des Einstiegsbereichs sein. Wo ist denn dieser? Was machen Sie denn da? Ah ja, gut. Vielleicht muss ich weiter nach vorne fahren. Vielleicht muss ich da bis an den Prellbock ran. Okay, Informationssystem eher rudimentär. Oh, wir sind ein bisschen schnell. So. Notbremse ziehen. Zug muss innerhalb des Einstiegsbereichs sein. Wenn du mir sagen könntest, wo dieser Einstiegsbereich ist, liebes Spiel, dann kann ich da auch gerne hin, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Was? Was willst du? Hat jemand eine Idee? Irgendjemand? Muss ich vielleicht hier hin? Tiendorf Süd.
Vielleicht muss ich gar nicht hier hin, sondern hier vorne hin. Ich weiß es nicht. Ich muss mir das nochmal angucken. Ich würde sagen, bis zur nächsten Woche versuche ich eine Lösung zu finden und dann schauen wir mal weiter. Ja. Von daher hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.